Hey, und letztens willkommen zu Workaround Skies. Beim letzten Mal haben wir diesen super coolen Reaktor gebaut und gut übertrieben mit der Zeit. Deshalb habe ich gesagt, ja, müssen wir schnell einen Cut machen. Und haben wir schon was produziert? Nö, wir haben noch, wie viel Zeug haben wir im Moment? Wo stand denn das mit dem Waste im Moment? Ah, hier. Ich habe gesagt, Auto-Eject Waste, ja. Ich würde gern wissen, wie viel ich brauche für ein Ingot. Ich glaube, dass Yellorium ein Bucket pro Ingot ist. Das kann man relativ einfach nachfügen. Ja, ist genauso. Das heißt, die sind deutlich effektiver als die ganzen anderen Sachen. So, jetzt haben wir jede Menge Graphite. Ich denke, ich werde das allerdings mal temporär disablen, weil ich dann doch nicht so viel Junk brauche. So. Ja, Loria. Man sieht, wir haben in der Zeit zwei neue bekommen. Das ist immer das Wichtige. Man muss immer schauen, wie das ist. Aber man kann unglaublich viele Generatoren mit dem betreiben, was wir da haben. Rest hin. Damit ich brauche es in meinem Inventar nicht haben. So angenehm. Ach ja, wir wollten was mit der Energie machen. Gut, was kann man mit der Energie machen? Relativ wenig eigentlich. Ehrlich gesagt. Weil wir keine Metafabricator und sowas sind. Bin immer noch begeistert. Jetzt brauchen wir endlich keinen Redstone mehr. Für das Ganze, für den ganzen Junk. So, dann fülle ich nochmal auf. Was wir als nächstes haben wollen, ist natürlich, du gehst da rein. Ich sollte das in die Kiste tun, weil dann wird es automatisch abgepumpt. Ja. Mach mal so, das dauert mir zu lang. Ja, wir könnten Laser anbauen. Für Laser, das ist jetzt das, was ich als nächstes haben will. Wir wollen Laser Drills haben. Was brauchen wir für Laser Drills? Naja, dafür brauchen wir als erstes mal Materialien. Dafür brauchen wir, müssen wir Gegner killen, manuell. Das heißt, ich brauche mal Science. Okay. Stick. Plank. Gut, ich erstelle ein Rezept dafür. Ist doch nicht so schlimm. Encode. Ach ja, Recipe, Encode. Die beiden dürfen da rein. Ach ja, ich brauche nochmal, ja, Glas habe ich noch eine Weile. Gut, dann brauche ich, und zwar brauche ich 9 Stück. Von denen 3, 6, 9. Sehr gut. Und dann brauche ich Wasser. Nicht viel. Wir haben im Moment ja eine Instant-Kill-Maschine für unsere Mob-Farm. Aber, naja, es ist schön und gut gewesen für die Zeit, die wir sie hatten. Jedenfalls gibt es jetzt bessere Sachen, die man machen kann. Okay, ich muss nur schauen, dass ich das einen Tick höher noch baue. Gut. Okay, wir haben schon wieder Junk da drin, das heißt, wir haben viel zu viel Müll. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht so unbedingt. Zu viel Junk, den niemand braucht. Okay, jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Okay, ich habe meinen Cobblestone zurück. Perfekt! Naja, eigentlich nicht unbedingt perfekt, aber ich muss noch einen Tick höher. Wie kommt man am besten nach oben? Naja, mit irgendeinem Material. Was nehmen wir als Material her? Natürlich Cobblestone. Weil das ist eines der Materialien, von denen wir unendlich viel haben. Ahem, unendlich viel, bis wir irgendwann mal hier hin müssen. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. So. Okay, ab jetzt sollte das den Fallschaden neutralisieren. Wir sollten nicht durchschwimmen können, aber es sollte den Fallschaden reduzieren. Warum hat der... Der hatte einen Flaming Arrow. So, warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil
weil wir nämlich in Kürze nicht mehr auf unsere herkömmliche Variante die Sachen, die Gegner töten wollen, sondern mit zwei verschiedenen Sachen. Einmal den Blood Altar, dafür brauche ich allerdings ein Rune of Sacrifice. Stimmt, ich erinnere mich, ich wollte eigentlich diesen Diamanten irgendwann mal herstellen. Ich werde mal auf 3 Herzen oder sowas runtergehen und schauen, ob das damit irgendwann hinhaut. Ich habe gesagt 3 Herzen, aber ich meinte natürlich 1. Fruit Salad, bringt das mir eigentlich? Ja, bringt auch Whale Fat, sehr gut. Ich glaube, Apfeljuice ist sowas, das man beliebig trinken kann. Es gibt nur ein paar bestimmte Varianten. Egal, lassen wir das mal sein. Es dauert natürlich jetzt länger, bis die Gegner sterben. Ach ja, ich wollte natürlich was Richtiges damit machen. Und zwar brauchen wir einen Grinder. Einen stinknormalen Grinder von MFA. Ich will 2 Sachen haben. Ich will eine automatische Mobfarm haben und ich will ein Slaughterhouse bauen. Slaughterhouse kommt später. Wir werden uns um die Sachen ein bisschen später kümmern. Okay, dafür brauche ich natürlich als erstes mal ein Inverse Sword. Passt. Dann brauche ich ein Machine Frame. Dann brauche ich ein Redstone Coil. Dann brauche ich 2 Books. Grinder. Okay, dann brauche ich noch 2 von diesen Tin Gears. Perfekt. So, Grinder. Der wird demnächst unser Killen übernehmen. Ich werde hier demnächst die ganzen Chests in Junk. Ich hasse das mit dem Feuer. Seit das eingeführt worden ist, übrigens Fire Aspect nicht mehr wirklich sinnvoll oder nützlich. Ich glaube, ich muss auf welche Höhe? Na, ich brauchte Dolly. Sonst werde ich wahnsinnig mit diesen Fässern. Ich habe den natürlich wieder hier reingelegt. Wohin denn sonst? So, tu den mal hier hin. Ah, sehr gut, das ist fertig. Perfekt. Das heißt, es funktioniert, das hat wirklich keinen Verlust mehr im Vergleich zu früher. So, hierhin mitnehmen. Perfekt. Dann die restlichen kann ich einfach abbauen. Auch mal die Glaseffekt. Das ist 1 zu niedrig. Yep, hierhin kommt der Grinder. Die MFA-Maschinen werden immer in die Richtung platziert. Wow, frag mich nicht, warum das eben so ein Lagspike gab. Ja, jedenfalls, der braucht Energie. Das heißt, wir werden eine Powerlinie hier hinziehen dürfen. Und dann braucht er einmal wahrscheinlich einfach eine Trashcan. Stimmt, ich muss natürlich da drinnen erstmal aufräumen. Das ist noch die andere Sache. Lightning Creeper? Mach mir keine Angst, Freundchen. Gib mir mal schnell die Dolly, weil ich glaube, hier könnte noch irgendwas drin sein. So, ich muss da drauf. So, ich werde mal die ganzen Sachen hier einmal abbauen. Ist nämlich nicht mehr notwendig. Natürlich geht mir meine Spitzhacke gerade kaputt. Großartig. Gib mir mal eine Pick. Ich habe natürlich keine Sticks mehr. Sticks gehen so schnell weg. Wenn ich eine Witch hätte, wäre das was anderes. Das heißt, ich werde vielleicht später auch eine Witch anbauen. Einfach damit ich coole Apiaries bauen kann. Realm of the Madman. Die machen aber auch Feuerschaden die ganze Zeit, diese Typen. Und wir haben vergiftete Spinnen. So, okay, das passt. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, die Gegner zu töten. Relativ simpel, wir werden diese Trashcan hier nehmen. Tut mir leid, ich muss mal ganz kurz Magnet Mode anmachen. Ich habe den nur nicht gern an, weil der laggy ist. Ansonsten würde ich den auch einfach so spielen die ganze Zeit.
Obwohl, ich kann im Grunde eigentlich eine Kiste für einen Augenblick mal dahinstellen. Ist da noch was drin? Ja, ist da noch was drin? Ja, ist da noch was drin? Ja. Hier ist nichts mehr drin, oder? Da ist nichts mehr. Die ist frei. Ich will einfach nur schauen, ob irgendwas Wichtiges da drin ist. So, und dann brauche ich Furnace Generator von mir aus. Und dann brauche ich theoretisch noch Tanks. Tank. Portable Tank. Garden Tank. Reinforced Tank. Danke. Fluid Ducts habe ich dabei, sehr gut. Weil dann kann ich nämlich... Das ist ehrlich gesagt doof. Weil ich da nämlich hier eine Öffnung reinmachen muss und das will ich eigentlich nicht unbedingt. Ist egal, spielt keine Rolle. So. Tank. Perfekt. Und ab jetzt produzieren wir Sachen. Was für Sachen? Naja, Kohle, Necrotic Bones. Das gleiche wie vorher. Nur, dass wir diesmal gleich auch Pfeile bekommen, im Gegensatz zum anderen. Dafür weniger von dem anderen Müll. Creeper. Warum ist das alles Lightning Creeper? Das macht mir ehrlich gesagt ein wenig Angst. Okay, ich brauche ein Bucket. So, dann können wir nämlich einen super epischen Quest abgeben. Wenn man anschaut, hier sollte nämlich, glaube ich, Pop Essence, Manual Detect, Claim Reward. Wie viel will er haben? Repeatable Quest. 160 Buckets von dem Zeug. Okay, ich brauche mal ein wenig Dings. Naja, 160 ist ein bisschen zu viel für einen Augen. Ja, das Ding, ich muss natürlich... Das Ding, ja. Was passiert, wenn ich dem hier Kohle reintue? Ja, das hält nicht lang genug. Schade. Ich will natürlich eigentlich die Conduits dahin verlegen. Sache ist nur, ich brauche dafür noch mehr und ich habe nicht so viel Lust, das ganze Zeug herzustellen. Conduit. Wenn ich das mache, 18 Stück. Natürlich kann ich die noch machen. Okay, 40, das heißt, ich brauche Redstone. Wie viel brauche ich? Ich brauche 16. Ja. Genau, so viele. Und die dürfen dann alle in diesen Magma Crucible rein. Und der wird das dann gemütlich der... Warum? Ach, das ist, glaube ich, verdreht. Das war doof. Das war richtig doof. Okay. Input oben, Output rechts. Hier ist nichts drin. Gut, das heißt, ich brauche nochmal ein bisschen Redstone. Wie viel Redstone ich eben verfeuert habe, einfach dadurch, dass ich dumm war. So, ab jetzt produzieren wir die Dinger. Und dann kann ich das anschließen, damit läuft das Teil dauerhaft, ohne dass ich die ganze Zeit irgendwie... Hey, bitte Kohle nachfüllen. 3, 2, 1. Irgendwann werde ich dann natürlich das ganze Zeug umrüsten. Ich weiß noch nicht, wie ich da die Energie überhaupt hinbekommen will. Stimmt, die Mob Essence, die restliche kann ich zurückfließen lassen. Ich muss natürlich schauen, dass ich mir dann irgendwas einfallen lasse, dass es ein bisschen besser wird. Ja, ich glaube, dass die alle von dem Ding getötet werden. Da ist schon wieder ein Lightning Creeper. Leder. Cobblestone. Portable Tank. Creeper. Jetzt ist da natürlich sind Bones drin. Noch dümmer. Dumm und dümmer. Kaum, dass es geht. Okay. Gut. Wie lange haben wir? 14 Minuten. Okay. Das heißt, ich denke, wir sollten anfangen, diese Energieleitung zu verlegen. Frag mich aber nicht, wo ich die lang haben will. So. Und danke. 53 Stück.
Oh ja, ich hatte vergessen, dass ich da noch dass ich eine Trashcan brauche. Ups. Suche Trashcan und eine Chest dazu. Draft mir eine Chest, mein Freund. So, perfekt. Ich glaube, dass ich, wenn ich die hier hin tue. Ach ja, ich hatte ja noch eine im Inventar, zufälligerweise gerade eben. So, damit sollte das funktionieren, ohne dass da irgendwelcher Überfluss entsteht. Ja, man sieht. Ich hatte gedacht, dass es ohne Überfluss funktioniert, aber anscheinend muss ich die tatsächlich. Wenn ich die auch an die richtige Stelle gesetzt hätte. Hier muss das hin. So, und jetzt sehen wir, ja, yeah, ist exportiert. Genial. Sehr gut, es exportiert automatisch. Das heißt, wir können jetzt tonnenweise von dem Zeug machen. Man kann, wenn ich die natürlich irgendwann mal brauche für irgendwas, ich bin mir nicht sicher, würde mich wundern. Slag, gib mir some Slag, please. Don't slag off. Okay, man kann Lehm herstellen, wenn man Erde verwendet, und Wasser ist viel zu teuer. Man kann Floorbs herstellen mit Sawdust, werden wir später brauchen. Man kann schmelzen in Grogwool. Ja, Grogwool. Ich bin absolut überzeugt, dass ich 10 Milliarden Tonnen von dem Zeug brauchen werde. Ja. Ach ja, Energieleitung verlegen. Genau, ich erinnere mich. Don't slag off, habe ich gesagt. Und was tue ich? Erstmal gar nichts. Das ist so teuer im Moment, diese Verbindung zu legen. Selbst die schauen, dass ich nicht unbedingt runterfliege. Weil ich einfach, ich muss irgendwann mal einen dedizierten Obsidian-Generator bauen. Das werden wir auch gleich machen. Das ist ja nichts Großartiges. Es braucht ja nur einen Igneous Extruder und einen Lava Fabricator. Und Lava Fabricator können wir uns auf jeden Fall leisten. Hierhin, dahin, so. Gut, dann werde ich den tatsächlich mal von oben reintun. Ich jetzt nicht erwarte, dass ich den von oben reintun will. Den hier werde ich nämlich nicht mehr brauchen dann. So, Bones da rein. Der generiert genau den gleichen Kram. Na ja, gut. Das Wichtigste ist, dass man dahinter eine Kiste hat, ansonsten haut es nämlich nicht hin. Wow, 23 Buckets, das geht ja direkt schnell. Oh, ich habe noch einen Yellow Right. Stimmt, haben wir inzwischen unser erstes von dem anderen Zeug? Sechs neue Yellowrium. Und wie viel haben wir verbraucht in der Zeit? Das ist ziemlich 1 zu 1 für Müll, glaube ich. Zwei Stück. Yeah, zwei Cyanide Ingots. Sagen wir es mal so, man braucht ein paar hundert von diesen Dingern, um eine ordentliche Turbine bauen zu können. Ein paar hundert von den Dingern. Jep. Ich glaube, man versteht, warum ich den relativ früh haben wollte. Und Yellowrite ist eine super gute Energiequelle. In Standard-Configs ist es, glaube ich, 10-mal so verschwenderisch mit von dem Zeug für die RF. Das heißt, man braucht 10-mal so viel. Aber das in der Welt ja relativ schwer zu bekommen ist. No, mit Siften von Sand, meine ich. Es gibt noch ein zweites Rezept, um die tatsächlich zu craften. Tut mir leid. Kann mir auch mal passieren, sowas Dummes. Okay, Questbook. Green Goo. Ach ja, genau. Ich brauche ein Quest Delivery System. Dann brauche ich Planks. Dann habe ich mal ein paar. Und dann nehme ich das hier. Sehr gut. Ein QDS. Select Task. Manual Submit kann ich bei dem Ding nämlich absolut vergessen. Okay, sobald es fertig ist. Ahem, Lightning Creeper for the win. Ich habe wirklich Panik vor den Viechern. Ja, ich würde es natürlich gern voll haben vorerst. Aber na gut. Zombie. Hey, Zombie. Ach stimmt, ich glaube, Herz bekomme ich nicht.
Ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug von dem Zeug. Ich habe nur 10 Milliarden Stück. Kann ich mit denen eigentlich irgendwas machen? Ja, Red Hardcan ist, aber dafür bricht Jeweled Atlas und ich habe nicht so viele Diamanten, oder? Wie viele Dias habe ich im Moment zur Verfügung? Check that Mailbox. Diamond, 13 Stück. Das heißt, 4 könnte ich theoretisch bauen. Aber dafür bricht Äpfel und Äpfel habe ich nicht. Weil wegen, naja, die bekommt man nur durch eine einzige Variante und die ist diese Farm hier hinten. Die Sache ist... Moment, gib mir mal ein Stack von dem Zeug. Moment, das passt schon. Wie viele Setzlinge haben wir inzwischen? Okay, es wird langsam, die Oak-Plantage wird größer. Das heißt, es sollte demnächst eigentlich auch die mit den Oak-Sachen gar nicht so schlecht sein. 79 Stacks. Ich glaube, ich sollte demnächst wieder umtauschen. Ja, man merkt hier... Oh, ich habe vergessen, dass ich das Ding lock auf das, was es sein muss. Ich glaube, dass ich das eher nicht vergessen habe, sondern dass ich das gelöscht habe versehentlich. So, QDS. Genau, wie sieht's hier aus? Randvoll, sehr gut. Natürlich hat er das da reingetan. Fluiduct und QDS. Ist da, ja, da ist mal bestens drin. So. 900 Millibuckets. Perfekt. Da ist ein kompletter Bucket in den paar Sekunden reingeflossen. Wahnsinn. Okay, die hebe ich mal auf. In der Kiste, damit ich weiß, wo es ist. Ich werde so oder so vergessen, dass ich es nicht ins AI-System rein tue, aber okay. Und wir haben schon 1%. 3 Buckets. Das nenne ich Speed. Das Einzige, was es beschleunigen würde, wäre das epische, unglaubliche die Mobfarm mit Erde zu machen, stattdessen mit der Cursed Earth. Dafür brauche ich nur eine ganz bestimmte Questbelohnung. Oder ich muss einen Wither killen. Beides im Moment keine guten Ideen. Obwohl, wenn ich den Wither in meiner Smeltery spawn, ja, ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz günstig. Naja, es wäre möglich. Ja, das ist leer. Wie sieht es da unten aus? Wie sieht es hier aus mit den Hammern? Nicht mehr viel Haltbarkeit. Ja, das sind ein Ingot, also 2 Ingots bekommt man pro Hammerschlag in der Nein, ja, nicht unbedingt. Ja, weil es kann ja auch sein, dass sie zweimal gehämmert werden müssen. Naja, wie auch immer. Es funktioniert gut und das ist cool. Gut, was wollte ich mit dem Dings machen? Naja, ich will einen Mob-Spawner haben. Ich will einen Spawner haben. Spawner. Autospawner. Dafür brauche ich Emeralde. Okay, was habe ich von dem Zeug da? Gut, das heißt, ich brauche noch Magma Cream. Dafür brauche ich Slime Balls. Kann ich Slime Balls herstellen? Ich muss welche irgendwo herbekommen. Mhm. Ich muss irgendwann mal schauen, dass ich mich doch mal um die Bäume kümmere, die die Slime-Dinger hatten. Habe ich überhaupt noch Slime-Balls, ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Hm. Das andere wäre Glue. Glue lohnt sich. Geht auch nicht. Hm. Okay. Baum. Oh, Baum, du musst heute weichen in die ferne, ferne Welt. Ich brauche nämlich Zeug. Das nur unter dem, was ich hier anpflanzen muss. Und das klang noch so ein Slime, der abfällt. Ich habe wieder Junk im Inventar, den ich nicht brauche. Ich habe hier immer noch, ach ja, Müllbücher. Bücher, die kein Mensch braucht. Junkbücher. Und ihr kennt den Rest. Bin begeistert. Oh, ich könnte mal Golden Leggings anziehen. Stimmt, ich nehme die ganze Zeit immer wieder Schaden, dass mir die ganzen Sachen kaputt gehen. 12%. Alle 7 Tage kann man die Quests wiederholen. Das ist die Sache, die man vielleicht im Kopf behalten sollte. Okay, weil das noch ein bisschen dauern wird. Spawner. Otto. Gib mir das, dann finde ich den leichter. Brewer, Anvil, Disenchanted Spawner. Hier. Machine Frame. Redstone Reception Coil.
Ja, und das andere sind einfach nur noch die beiden Slimeballs, die ich brauche. Ich habe wirklich keine Sachen mehr da. Genau, ich habe die zwei Leder. Stimmt, ich glaube dafür, wenn ich das Leder mal kurz nehme. Das sollte ich, glaube ich, schon mal längst gemacht haben, von der Ewigkeit, falls möglich. Dann kann ich nämlich das Ding hier rausnehmen. Das da rein und Mob Spawn Egg. Mob Spawn Egg für Kühe. Perfekt. Die werde ich dann natürlich brauchen, um Sachen zu gewinnen und fertig. Das ist das Invisibility. Okay, nützt mir nichts. Okay. Slime Balls. Habe ich zufälligerweise eine Watering Can? Watering Can. Hier unten. Das hier. Das hier, das hier, das hier. Einmal bitte. Das hier, das hier, das hier. Perfekt. Dann brauche ich Wasser. Das Coole ist, dass es hiermit funktioniert. Perfekt. Und dann brauche ich meine Slime Balls. Slime Ball, Slime Ball, Slime Ball. Ich brauche dich heute ganz bestimmt. Ich hoffe zumindest, dass das Ding gleich wächst, während ich diesen Setzling dann wegschmeißen muss. Man kann, bei denen funktioniert ja leider das andere nicht. Das legendäre, epische Dingskirchens, Bone Meal. Das ist so doof. Warum muss ich auf so einen dämlichen Baum warten? Slimey Sapling, Dingelingeling. Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Komm. Ich muss mal wieder was zu essen holen in der Zwischenzeit. Wir erinnern uns ja noch, wie schnell das ging. Ich werde dieses Mal das nicht auffüllen, weil das so leicht schnell möglich ist. Okay, wir haben ein randvolles Barrel von dem Zeug. Perfekt. Ich könnte natürlich jetzt wieder mit meiner Dolly rumkarren. Mache ich auch, weil ich weitere Erde brauche. Wie viel Erde hat das eigentlich produziert? Einen guten Schwung. Ja, wir hatten ja ein bisschen was raussortiert vorher. Theoretisch brauchen wir immer zwei von den Dingern. Zwei Dollys, dann ist es deutlich einfacher, das auszutauschen. Aber das funktioniert so auch. Okay, 32.000 Stacks ist das Maximum. Wie sieht's aus mit dem Quest? Wie weit sind wir? 25%. Nice, funktioniert doch schon fast. Okay, ich bin zurück, sobald ich diese Slimy Saplings habe. So, etwa 15 Sekunden später. Ja, ich habe das nochmal kurz angeklickt, habe gedacht, vielleicht habe ich noch eine andere Möglichkeit. In dem Moment ist es gespawnt. Ja. Und dann war das relativ gut. Jetzt brauche ich natürlich das hier und das hier. Und dann brauche ich zwei Stück. Und dann brauche ich einen Spawner. Das hier. Das hier. Danke. Das nächste, was ich noch habe, sind Emeralde. Gut. Ich habe Fluiducts dabei. Sehr schön. Ich brauche mal... nein, da kümmere ich mich drum, sobald ich die Sachen habe. Dann brauche ich meine Dolly. Es gibt einen ganz einfachen Grund, warum ich eine Dolly brauche. Perfekt. Und schon landet ein Gegner drauf. Dolly hierhin. So. Und jetzt braucht das Ding Energie. Halt, das ist, das darf ich nicht wegtun. Ich muss hier drüben hin. So. Und dann 1, 2, 3. Stimmt, das braucht auch noch Energie, das Drecksding. Wie tue ich da Energie hinscheffeln? Interessante Frage. Nächste Frage, bitte. Nö. Ich werde die Energie über den Bereich hier lenken. Und die Mob Essence über den hier. So,
Kann ich das andere wegtun? Die Leitung da. Autsch, das sollte ich natürlich nicht machen. Der Vacuum Hopper muss weg. So, einmal Magnet Mode bitte. Danke. Sonst liegt es mir die ganze Zeit darum. Okay, dann muss ich den nur noch mit irgendwas füllen. Und das Coole ist, da. Ich weiß genau, womit ich das füllen will. Und zwar will ich das füllen mit dem ultimativen, dem einzigartigen, dem one and only Enderman. Der ist wirklich hier irgendwo gespawnt. Ich wollte unbedingt hoffen, dass der Dings ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr da wart oder nicht. Bing, bing. Lightning Creeper, ich bin jedes Mal wieder entsetzt. Enderman, okay. 510 Mob Essence. Ich glaube, wir dürften 5 Stück spawnen können. Ach ja, wenn vorausgesetzt, ich verbinde die Energie damit. Dazu muss ich natürlich irgendwie diese Energieleitung verlegen. So, perfekt. Stimmt, das Problem ist, ich glaube, dass der Enderman... Ja, ich hatte nicht dran gedacht, dass der Raum zu eng dafür ist. Bing, bing. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem, wenn das so ist. Dann muss ich nämlich schauen, dass ich das Ding... Okay, das hält sich ja fast selbst. Okay, danke. Gut. Jetzt schließen Sie jetzt Ihre Wetten ab, wie oft wir Doktor sterben. Durch Kämpfe mit Enderman. Enderfight 9000. Enderpearl. 1 von 10. Oh, ich muss einen neuen Dings platzieren. Thormix Slime. Das ist das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Gut. Habe ich die Enderman wieder rausgenommen? Ja, habe ich rausgenommen. Ich wollte ja keinen weiteren mehr spawnen. Okay, muss mir was einfallen lassen, wie ich die Gegner töte, ohne dass mir das die ganze Zeit passiert, was eben passiert ist. You can't learn anything from that. Zweifle ich zwar, aber na gut. Okay, ich muss sie loswerden. Autsch. Das ist sehr scary. Sehr, sehr scary. Ich weiß nicht, wo der andere Enderman hin ist. Ich weiß nicht, wo er hin ist, aber ich kann es auf meiner Karte sehen. Das ist das Schöne. Man sieht genau, wo sie sich hin teleportieren. Okay, er ist weg. Und wieder da. Hey, Enderman. Wie gefällt dir meine Farm? So, und wir haben eine Enderperle hier drin. Gut, ich muss mir dann was einfallen lassen, wie ich das mache, dass das nicht so problematisch wird. Wie auch immer, jetzt kann ich... ich habe ein Enderman-Head bekommen. Sieht man bei meinem Skin überhaupt nicht. Okay, ich will... Das, was ich noch bauen will, ist ein Slaughterhouse. Wenn ich Sticks hätte. Okay. Gut, genau, ich brauche 2 Schwerter. 2 Äxte. Dann brauche ich Plastic Sheets. Dann brauche ich das hier. Und das hier noch. Und schon haben wir ein Slaughterhouse.
Slaughterhouse ist ähnlich wie das andere, nur dass es statt Mob Essence was anderes bringt. Nämlich zwei verschiedene Flüssigkeiten. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, wäre das sinnvoller. Die habe ich aber irgendwohin verlegt. Verlegt. Verlegt ist gut. Verlegt ist sehr gut gesagt. So, bevor ich da irgendwas Großes mache. Habe ich irgendwo was, was ich als Spitzhacke hernehmen kann? Oh, Last Stand 1. Cool. Last Stand bedeutet, dass man nicht einfach sterben, nicht so einfach stirbt. Okay, ich brauche noch meine Pick. Ich will das nämlich ganz schön draufsetzen. Pick. Iron Pickaxe. Dann brauche ich zwei Tanks. Eins, zwei. Okay, passt schon. Hand Tank und Portable Tank. Das hier, das hier, das hier. Dann brauche ich einen Lever. Perfekt. Ich will, während ich das Slaughterhouse betreibe, will ich das andere nicht betreiben. Gut, wir kommen wieder auf eine wahnsinnslange Episode raus. Und ich muss einmal einen Cobblestone platzieren, weil ansonsten habe ich da nicht die Möglichkeit für. Slaughterhouse, du, nein, Grind, du bist mal kurz deaktiviert. Meine Spitzhacke bitte, danke. Dann brauche ich hier das Slaughterhouse hin. Dann braucht das natürlich Energie. Ich werde die Energie einfach hier unten langleiten, weil ich da sowieso Energieleitungszeug habe. So, das produziert zwei Flüssigkeiten, Pink Slime und Meat. Okay, wie kriegt man die Sachen am besten da raus? Naja, man tut einen Item-Duct, einen Fluid-Duct hin, dann kriegt man Meat. Und dann tue ich den Hand-Energy-Tank hin und dann ist Pink Slime drin. Und dann nehme ich meinen Portable-Tank. Und schon funktioniert das Ding wie geschmiert. Wir brauchen einen Bucket von dem Zeug. Okay, also dann beim nächsten Mal habe ich dann den Pink Slime Bucket. Und, ach ja, stimmt, ich glaube, ich habe nicht die Dings eingelagert. Die, ja, okay, SafariNet. Gib mir mal eins, danke. Kürzt mich meine ganzen Enderperlen wieder. Ich will den Pink Slime fangen. Dann brauche ich ein Bucket. Kein Bucket, sondern Bucket. Das andere wäre ein Plugin-Server, wo im Moment nicht sicher ist, was nach 1.8 passiert. Kommt, fallt runter, ich brauche euer Zeug. 320, ja. Es wird eine Weile dauern. Also dann, wir sehen uns hier, Leute. Bye-bye.